Du vertraust gar nicht mehr auf das Herz der Karten. Mm. Doppeldaumen? Mm. Ja, dann gehen wir halt mit 5 Pokémon da rein. Will ich einen Sturzflug haben? Scheiße, Pflücker. Andino TV, sei gegrüßt. Moin Moin. Und Marvin? Ist es? Was? Golking? Was? Ist eigentlich, ja. Da hast du richtig gesehen, ja. Golking ist eigentlich voll das Trash-Pokémon. Es ist nun mal leider so, dass der Zufall oder dass eben unsere Teams so gepaart sind. Und ich habe leider einen Golkinger. Sehr belastend, ich weiß. Aber da muss ich jetzt leider durch. So ist die Challenge. Nee, es bringt mir nichts. Kann alle nicht erlernen. Kenne viele Pokémon gar nicht. Okay. Sag welche, dann sage ich dir, was damit abgeht. Hab bei Schwarz und Weiß aufgehört. Okay, also 6., 7. und die 8. Gen. Ja, aber da kennst du ja trotzdem viele. Ne? Och Mann, der kann ja auch nichts erlernen. Bei Frank sieht das Team so heftig aus und da guckt man rüber zu Marvin. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist so belastend, ey. Oh, eine Kehrtwende. Eine Kehrtwende ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Kehrtwende ist gut. Kingler finde ich besser. Aha, Tool und Andino TV kennen sie anscheinend. Oder haben schon mal zusammen gekämpft. Vergeltung. Ah, jetzt muss ich aber überlegen. Habe ich noch eine andere? Naja, Freunde, dann ist das jetzt unser Team. Das ist das Team. Achso, ich habe da doch die Bilder noch gar nicht für. Bei 5 haben wir den. Und zwar hier. Und du hast ein. Ich weiß, oh, ich glaube, Sinibuna habe ich noch gar nicht das Bild für, ne? Ne, muss ich nochmal eben mir erst sneaken. Sinibuna? Krammer haben wir eben geguckt, leider nicht. Wir haben auch schon auf Zaubertausch gehofft, aber wurden leider schwer enttäuscht. Deswegen, wir müssen jetzt mit dem klarkommen, was wir jetzt da haben. Mit diesem Team hier. Achso. So. Aber vielleicht können wir ja trotzdem was reißen. Ugh.
Kramer und Snibona sind dezent underlevelt, aber die anderen reißen das wieder raus. Naja, also so viel underlevelt ist jetzt Kramer nicht mehr bei mir. 51, ja okay. Ist okay. Ich bin auch gleich da, Frank. Nehmen wir mal heilen. Also es ist schon eine, wirklich eine heftige Challenge jetzt. Und ich weiß auch immer noch nicht, wie wir gegen Delian später antreten wollen. Oder wie ich gegen den antreten soll. Mhm. Aber okay. Was machen die Trainer hier? Kommen die... Der hier kommt noch, oder? Roy hat Bock, hat er gesagt. La, la, li, la, la, la. So, mal. Zum Stadion muss ich, ne? Yes. Die Pokémon von Champ waren so um die 62, 63, ja. Ja, überleg mal. Deswegen ist es schon mal ganz gut, dass wir jetzt so hohes Level haben. Aber nicht desto trotz. Huch. Melde dich an. Ja, ich melde mich an. Freunde, es geht los. Das Vorturnier, was gleich, naja. Nee, nicht das Vorturnier, was rede ich? Ja, einer. Worauf spielt ihr Pokémon? Das ist auf der Switch. Ganz normal, hier. Brawl Tricks, ich weiß gar nicht, aber moin, sei gegrüßt. Moin. So. Oh, das wird doch wieder viel zu fast und viel zu furious, Alter. Was ist mit dem Bonner denn los? Warum ist es so? Er hat keine Füße irgendwie, ne? So, besser? Mhm. Ist auch ein bisschen belastet hinter dem Hintergrund aus. Die Rockmusik hier, mit den Rockers. Delian, Alter, macht auf dicke Hose, Alter. Ich mag ihn irgendwie nicht. Ich finde ihn unsympathisch. Oder? Ja, ja, okay, der ist noch schlimmer, ja. Der ist noch schlimmer. Ich bin gespannt, ob die Kämpfe der NPC geskriptet sind. Ach nö. Warte mal, ich hab Kenji vorne. Hm. Das läuft bei dir. Das ist gut. Hm. Welchen Start hatte Marvin nochmal genommen? Ich hatte Chimpep, genau. Reaper. Hat es immerhin bis Chimp Sticks auf Level 31, glaube ich, geschafft. Und dann wurde für Huckel Paris der Starter geopfert. Ja, aber guck mal hier, Frank, ist doch kein Problem. Ne? Denn, gut, der Bedroher ist natürlich blöd. Du hast Erdbeben? Ich hab ein Erdbeben. Ne? Das ist aber fein, ist oder was? So, Erdbeben. Two-Shot, ne? Knirscher, ja. Kann er ab. Freundin, Freunde. Zack, One-Shot. Raketti. Ach, du bist ein Angeber, ja. Du bist ein Angeber, Alter. Mann. Galoppa. Ja, hier, zack, Galoppas. Ne? Mit der Fee und... mit dem Fee-Typ drinne, Ironhead, Bodycheck, wird resisted, kriegt noch ein bisschen Beulenhelm und Recoil. Der Beulenhelm, Alter, der Beulenhelm ist einfach Gold, ey, Freunde. Wie oft dieser Beulenhelm mich hier schon... Zack. Kenji, Alter. Maschine. Das ist eine Maschine. Oh, Setup, Gedanken, oh. Okay, man muss aber auch dazu sagen, es sind Level 51.
Zauberschein. Ist okay. Ich bin gleich mal für eine kleine Pause. Kleines Päuschen? Mhm. Hast du Hunger? Mhm. Okay. Kriegen wir alles hin. Silembrim. Oh, den kenne ich. Aber Silembrim. Ach nee, den Spukball hat Silembrim ja nur gekriegt, weil ich hier Dings gehört habe. Ich gehe aber auf Nummer sicher und heile trotzdem. Sicher ist sicher, Freunde. Achso, Giga Dynamax, ja. Da war ja was. Gardevoir kann Magie flammen. Ja, ach, Gardevoir ist doch schon, ne? Längst vorbei der Aal hier. Ach, das ist die Flamme. Okay. Alles klar, Freunde. Silembrim auch. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, ja. Aber ist kein Problem. Dann gehe ich jetzt auf Jebediah. Bin speziell defensiv, meine ich, auch sehr gut aufgestellt. Und drücken dann Spukball. Beziehungsweise mach eine Dynamax. Okay. Der war doller. Der hat ganz schön wehgetan. Aber eine Runde noch. Aber was kommt jetzt für eine Attacke? Razor. Hä? Razor. Ja, wenn nochmal ein Dünner Dings kommt. Wenn nochmal ein Dünner Brand kommt, ist gut. Razor hat nur eine 118er Spezialverteidigung. Geh mal hoch. Dann gehen wir noch runter. Dann gehst du jetzt mit Kenji wieder rein. Naja, gut. Gut, dass ich Hitzeschutz habe. Ja, Hitzeschutz ist okay, kann ich mir leben, ne? Giga-Sanktion. Okay. Signature Move oder was? Mit verwehrt, ja. Naja, gut, aber die Dynamax ist weg. Ich heile nochmal hoch. Er kann mit seiner Feuerattacke ja jetzt weniger ausrichten. Magieflamme, ja. Die Magieflamme ist auch fies, ne? Die Attacke. Was denkt die? Spezialangriff. Ja gut, das ist egal. Ups. So, jetzt Kampf. Eisenschädel. Komm schon durch. Ach Mann, natürlich komme ich nicht durch. Guck dir das an, wie lächerlich das ist. Oh. Ach, er war auch noch in der Sonne, ne? Ja. Ja, halt nochmal. Ja. Mit diesem Team, Alter. Ja, Magieflamme, wir wissen, dass du es kannst. Aber jetzt die Sonne weg. Spätzangriff ist mir egal. Eisenschädel, jetzt. Geht doch.
Wie? Hab ich gefreut. So, Freunde, wir machen gleich mal ein kleines Pinkelpäuschen. Bestimmt auch ich habe ein bisschen Angst vor den Kiefern attacken. Deswegen ja. Wollte ich lieber Huckel reinbringen. Okay. Nee, Dönerschlag. Aber was könnte Tektas gegen Tool machen? Eigentlich nicht viel. Und es ist gleiches Level. Ich nehme Tool. Dürümschlag! Ich weiß, ist doch alles gut für eine Pokémon Agrando. Ja, ist doch okay, ist ja deine Meinung, das stimmt. Oh. Aber Tektas Verteidigung ist nicht so gut, ne? Ich muss den eben wegböllern. Ich mach mal eben Bohrschnabel. Der sollte aber, also könnte nicht reichen. Rückerzug? Okay. Dann machen wir das anders. Dann nehme ich halt einen Recall. Aber bevor hier mir ein Tektas auf plus 4 ein bisschen auf den Sack geht. Und ich bin müde, weil ich halt die Nacht vielleicht 3 Stunden geschlafen. Ja, dann hättest du nicht so viel mit Marcel hier Dings spielen müssen. Lol. So heißt das denn. So, Barakifa. Barakifa ist ein schnellstes. Ist die schnellste, aber ist, der ist Mono-Wasser, ne? Oder? Ja, selbst wenn, aber ich meine, eigentlich ist eher die Frage, kann der irgendwie was Fieses um Feuer? Nee, und, achso. Das ist gut. Wir gehen auf Liv. Wir gehen auf Liv. Beste Möglichkeit hier. Huckel, der geht auch straight durch alles durch, ja, ne? Huckel ist viel geiler als auch mit Drachentanz. Nur ohne Drachentanz. Der geht auch einfach so durch, als wenn nichts gewesen. So schlecht kann es gar nicht sein. Oh ja. Aber siehst du das? Wasserring. Wasserring. Der Wasserring ist real. Aber weißt du, was Huckel sagt? Donnersch. Sag keiner. Maschine. Also bis jetzt ist Kate okay. Kann ich mit leben. Gut, Wasser ist jetzt, sollte jetzt auch nicht so das Problem sein eigentlich, ne? Man hat viele Gegendings gegen. Heißt das dann Checks? Counter? Checks? Weiß es immer nicht. Guck mal hier, Karma hat vierfach Pflanze. Ach guck mal hier. Alter, Golking tankt sogar Zauberblatt. Was ist los, Alter? Ja, du machst ja immer nur runter. Goldie, ey. Nee, ich mach nicht runter. Auch schon ein bisschen gerettet, aber ist halt immer noch ein Golking. Soll ich was sagen?
Ich habe keinen Glühlack gemacht. Nee? Nee. Ich will mal gucken, ob Hugo das so weghaut. Okay. Du wolltest gucken, was der Hammerarm so macht? Jo! Okay. So, können wir jetzt mal bitte hier Zauberblatt? Wann kommt eigentlich die nächste Folge Jurassic Park? Dadurch habe ich euch damals gefunden. LOL, echt? Jurassic Park, huch. Das ist auf der Playstation, Frank. Jurassic Park war das doch gar nicht. War Jurassic World, ne? Mhm. Hieß das Spiel? Ja, moin, Pelipper. Och. Deswegen bist du da so mit Donnerstag durchgeballert. Ich weiß nicht, ob ich wechseln möchte. Kauder. Deine Brötchen. Oh! Ehre! Ehre, Klandere! Ehre, Ehre, Ehre! Ich guck mal eben. Jurassic World habe ich auch im PC. Ja, ist, schwierig. Ja, natürlich Roy. Meine Güte, er soll ja nur seine Backe ziehen. Zu talken? Ja, ich musste mir einen Teller suchen hier. Ja, ja, Teller. Teller. Ihr habt 38 Schubladen oder wo jetzt Teller drin sind. So. Endlich was essen, Alter. So Hunger, ey. Hab ich was verpasst? Wir warten auf dich. Ach so, Pelipper. Pelipper kann. Fragen, was mache ich denn jetzt mit Pelipper? Rausnehmen. Du bist lustig. Bleib ich mit Liv? Ne, mit Liv kann ich auch nicht drin bleiben. Wenn er, was könnte Pelipper haben? Ein Siedewasser? Ein Orkan? Flügelschlag. Flügelschlag. Nämlich Kenji hat den höchsten Spez. Die höchste Spezialverteidigung. Und macht dann einfach Zen-Kopfstoß. Ich glaube ja. Schöne Grüße an Jenny, wie heißt deine Frau nochmal? Ja, die heißt Jenny, genau. Ich richte dich hier beim nächsten Mal aus, wenn ich sie sehe. Wenn ich gleich wieder rausgehe. So in zwei Wochen. In zwei Wochen. Hey, Jenny, ich hab dich. Rückenwind. So, Zen-Kopfstoß. Aquavelle hat er, okay. Aber die müsste er auch gut tanken. Das wäre so unfair. Okay, guter Schaden.
So, jetzt kommt der letzte. Sag schöne Grüße von meinem anstrengenden Sohn Nico. Den ich mit zu Gamescom nehme. Das ist mein Sohn. Aus erster Ehe. Warte kurz. KPM. KPM hat einen Sohn, der ist Nico. Ja. Also. Muss ich mal, Reaper, muss ich mal an KPM wenden. Der wollte nämlich auch mit zu Gamescom. Ja. Hm. Das wird schon mal. Giga Dynamax! Ach, Karmalm. Kann Karmalm irgendwas Gefährliches? Er könnte Gesteinsattacken, könnte Wasserattacken. Eiszahn. Hm? Eiszahn. Und dann muss ich aber los, Eiszahn. Und dann als deiner Max-Attacke? Das ist gut. Onkel 6. Grades. Ja, aber dann kann ich nicht mehr dein Sohn. Wahrscheinlich bin ich dein Sohn. mit 50. Ja. Ist halt alles ein bisschen durcheinander geraten bei uns. Ja. Frag meinen Bruder mit seinem 24 und meinen Onkel 6. Grades mit seinen 50. Genau. Das ist eigentlich der Plan. Mein Freund. Großer Bruder. Ich habe aber noch ein paar Watschen, die ich ausverteilen muss. Großer Bruder. Das müsste ihn eigentlich wegballern. Ja. Mmh. André. Wünschen wir dir auch. Guten Rutsch. Ne? So doll. Lass dir gut gehen, trink nicht zu viel. Und dann vielleicht treffen wir uns ja mal im nächsten Jahr. Das wäre ja mal was Cooles. Ich würde mich freuen. Frag sich auch. Guck, er trinkt auf dich. Ich glaube, nee, ich muss neu. Ach, Mann. Wie groß seid ihr? Ach, Reaper. Also, ich bin auf jeden Fall größer als du. Also ich bin 2 Meter groß. Fast, sagt er. 1,99. 5 Euro nicht. Justin ist auch wieder da. Sei grüß. Und guck mal, wir sitzen fast auf einer Ebene, also bin ich ja eh nicht groß. So. Seider, Roy und noch. Nee, jetzt kommt die Kampf. Ja, moin.